Kurz was festgestellt. Diese Animation, wiederholt abgespielt, sieht merkwürdig aus. Ich wollte es mal erwähnt haben. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Craftopia. Das ist immer noch der erste Tag Abkauf, Folge 7 jetzt. Ich habe mich ein klein wenig festgesucht und war jetzt zwischen den Aufnahmen noch ein bisschen fleißig und habe jetzt diverse Sachen gebaut. Ich habe jetzt mal die Basis ein bisschen vergrößert, habe das Tor jetzt hier hingestellt, das ein bisschen schöner aussieht, habe da hinten noch ein paar extra Schmieden gebaut, eine schöne Kochecke und unsere Bauecke ist jetzt auch fertig. Und jetzt sind wir soweit wieder... Technisch sind wir wieder da, wo wir vorher auch waren, aber jetzt alles ein bisschen schöner, alles ein bisschen geschmeidiger und angenehmer gestaltet. Schön fürs Auge. Wie gesagt, es gibt noch keine anderen Fußböden, das heißt, wir bleiben bei Holz. Ist aber nicht schlimm, weil es geht ja trotzdem. Ja, wir haben jetzt das neue Zeitalter freigeschaltet und es gibt einige Sachen, die ich bauen möchte. Die allererste Sache, die ich bauen will, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, die bessere Box. Ja, das Ding jetzt hier. Diesen besseren Storage. Den will ich unbedingt auch. Wir brauchen dafür einen, zwei Belt-Conveyor und drei Chests. Bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen, aber das kriegen wir hin. Wir können schon gerade mal ein bisschen... Problem übrigens, reißt keine Kisten ab, in denen noch Inhalte sind. Die Inhalte verschwinden dann einfach mal. So spontan. Also auf jeden Fall keine Kisten abreißen, wenn ihr da noch Zeug drin habt, weil sonst ist das einfach mal weg. Ganz, ganz wichtig. Also wir schmeißen mal gerade ein bisschen Zeug hier an. Zack. Da ein bisschen Kupfer. Da ein bisschen Eisen gerade noch machen. Und was haben wir hier noch? Ein bisschen Silber geht auch noch, ne? Oh, wir können sogar schon Stahl machen. Oh, du machst aus 5 Eisen, machst du dann... Oh. Okay, dann machen wir das gleich als nächstes. Aber erstmal ist hier das Zeug dran. So. Hallo Schaf. Judisch. Ja, wir brauchen auf jeden Fall dann die Belt-Conveyors. 2 Stück. Ich will auf jeden Fall gucken, wie groß das Ding ist. Der Belt-Conveyor selbst braucht nur ein Ingot. Okay. Machen wir direkt mal 2. Und dann 3 Kisten gebaut. Und dann gucken wir mal, was denn diese bessere Kiste kann. Wie groß die vor allen Dingen ist. Weil die Kisten sind eher schwach vor Brust. Da geht, glaube ich, mehr. Dann lass mal ganz kurz gucken. Ich brauche... Wir können mal testweise mal ein Schild mal gucken, wie das funktioniert. Wie groß ist, ob man damit eventuell ein gutes Lager gestalten kann oder eben nicht. Und dann Kisten, Kisten, Kisten. 3 Stück an der Zahl. 3-mal, Max. Boah, 15 ist ganz schön teuer, du. Aber wenigstens werden wir so ein bisschen meinen Stein... Nee, nicht Max, sondern nur 3-mal, bitte. So werden wir jetzt wenigstens mal Stein ein bisschen los. Quelle Chest, hä? Jetzt erst, habe ich davon schon gemacht. Egal, egal. Anyway. Achso, einen Brunnen können wir bei Gelegenheit auch mal gestalten. Aber das machen wir, sobald es soweit ist. So, da ist die Workbench und jetzt haben wir hier unsere Kiste. Ich bin mal gespannt, wie groß die ist. So, da ist sie schon. Die... Holy sh... Okay. Das ist etwas größer, als ich erwartet hätte. Sechzehn Slots. Ist das deine fucking... Dein fucking Ernst? Okay. Nee, jetzt eher nicht so, nee. Was zur Hölle? Das kannst du ja extrem hart in die Haare schmieren. Okay, so die Billboards sind relativ groß und lassen sich auch nicht an die Wand tackern. Kurze Brote, wenn ihr genau platzieren wollt, macht die Kamera nach oben, geht mit C in die Hocke und dann kann man viel besser und viel präziser platzieren.
Aber auch das mit den Schildern ist nicht so geil. Okay. Ich hatte gehofft, dass es eventuell noch bessere Kisten gibt hier, aber das ist ja... Ach, okay. Bin hungrig? Ja, ich hab ein bisschen was hab ich noch. Okay, dann packen wir hier mal ganz kurz das ein bisschen Material rein. Am besten hier ein paar Zähnchen, denn davon haben wir eh viel zu viele. Wollen wir die wieder kombinieren? Stapeln? Nee, okay. Diese Zähne lassen sich nicht kombinieren. Dann machen wir mal ruhig die Kiste voller Zähne hier. Man sieht leider erst, was drin ist, wenn man reinguckt, ne? Okay, dann machen wir die Kiste hier jetzt am besten dann voller Fangs. Denn die haben wir auch da. Nehmen wir das Leder hier raus. Zack. Dann machen wir halt eben die ganzen Massen-Items, die über sind. Die packen wir dann da rein. Dann haben wir das zumindest schon mal sortiert. Dann machen wir noch eine Ramschkiste, würde ich sagen. Eine Ramschkiste. Ich würde gerne wissen, was da... Das wird unter Storage gelistet. Ich würde gerne wissen, wie viel Zeug da reinpasst. Okay, machen wir nochmal eine bitte gerade. Die machen dann für allgemeinen Ramsch quasi erstmal. So. Aber die Kisten lassen sich leider auch nicht übereinander stapeln. Doch, lassen sich. Okay. Okay. Das heißt, ich könnte eigentlich... das so machen. Mal. Jetzt drehen. In die Hocke gehen. Bisschen genau präzise platzieren. Genau. Genau so übereinander. Oh. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer gerade. Dann guckt er zwar ein bisschen. Guckt er zwar ein Stück weit raus. Steht ein bisschen über, aber ist nicht schlimm. Ah. Oh, du kommst in die obere Kiste, komm nur ran. Wenn du das so machst. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Okay. Okay, vielleicht kommen später noch bessere Kisten oder sowas, wo man dann mehr Sachen reinmachen kann. Okay, hier packe ich jetzt nochmal Sachen rein, die wir sonst nicht so wie brauchen. Da die Federn, die Hörner, Eisen zählt dann nicht mit rein. Haben wir auch häufiger da. Den Sand am besten noch und die Federn, was ist denn hier? Achso, sind zwei verschiedene Federn, okay. Okay, die zählen alle als dasselbe, das ist okay. Können wir das auch hier lassen, das ist nicht. Knochen da, das sieht gut aus. Ich bräuchte nochmal eine Kiste für Leder, wa? So wie es gerade scheint. Ja, eine Kiste für Leder wäre, glaube ich, noch angebracht. Workbench. Nochmal eine Kiste. Und die packen wir dann. Warte mal. Wir packen die mal quer hin. Das so längs ist gerade doof. Das so längs ist eine doofe Idee. So. Zack. Dann mal los. Also, die Kiste aufheben. Und aufheben. Und. Okay, das war nix. Aufheben. So, dann die. Ich brauche die Wand wieder. Und dann ist dagegen hättest, bitte. Dankeschön. So, einmal die Wand dorthin. Korrekte Richtung. Und jetzt können wir die Kisten nehmen. Und drehen die Kisten mal so längs. Und platzieren die so nebeneinander.
So. Okay. Nicht zu dicht, weil man muss ja auch noch drankommen. Aber auch nicht zu weit, sonst haben wir unnötig Platz verschwendet. So, okay. Schön, also besonders 100% schön ist es. Oh, ich hab wieder gekackt. Ist es nicht, aber ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So, jetzt können wir hier dann nochmal die Zähne reinpacken, gerade die Fangs. Dann einmal hier die. Wie ist es jetzt? Ist es jetzt die? Ja, ist die da. Dann hier jetzt die Klauen. Hier jetzt das Leder. Aha. Und hier drüben jetzt dann den Kleinkram, wie die Hörner und den ganzen anderen Schmu. Okay, das sieht gut aus. Das sieht auch soweit schon mal ordentlich aus. Wir bräuchten nämlich nur eine weitere Kiste für Futter, denn die hier ist gerade, ist schon voll. Und wir haben noch viel zu viel Futter da. Lass mal nochmal kurz einen nochmal machen, schnell. Zack. Oh. Okay, da ist die Kiste. Und. Ja, schade, dass der Container so scheiße ist. Das ist ein bisschen blöd. Meine Augen. Ach. Das ist jetzt ein bisschen platt. Ich hatte mich da schon auf eher mehr gefreut, aber das war dann wohl nichts. So, Fisch, Filet, Muscheln. Den Essig. Das Zeug, das man eh nicht so häufig aufsammelt. Packen wir hier mal hin. Dann haben wir das nicht zur Hand. Okay. Das Schild und den ganzen anderen Kram. Wir packen die Bauteile mal am besten auch nochmal in eine extra Kiste. Und die Kiste packen wir dann hier oben hoch einfach und fertig. So, dann haben wir noch wieder ein bisschen Platz und können uns dann um neue Sachen kümmern, die noch gebaut werden sollen. Die platziert werden müssen. Die erkundet werden möchten. Zuerst einmal ganz klar, wir brauchen Stahl-Items. Stahlwaffen, Stahlschwerter, Stahltools. Das ist der nächste große Schritt. So, erstmal hier die Kiste mit den. Mit den Bauteilen. So, zack. Und da kommen jetzt die Bauteile rein, die man das erstmal nicht braucht. Das haben wir Platz. Achso, wir sollten noch eine Kiste machen für Saatgut. Das ist ein guter Plan. Und auch davon haben wir, oder machen wir es am besten wirklich zwei, denn wir haben gerade ein bisschen was da an Saatgut, was ebenfalls noch verteilt werden muss. Ich wünsche, es gäbe jetzt ein System wie bei My Time at Portia, wo du quasi die Kisten aufstellst, aber dann werden die Kisten quasi mit im System verfügbar und du kannst halt eben quasi dann so daran gehen. Ist hier leider nicht der Fall, das heißt, wir müssen hier also jede Kiste einzeln dann aufsuchen und befüllen oder entleeren, prüfen etc. So, zwei Kisten. Und jetzt können wir da nämlich ein bisschen Zeug reinpacken. Saatgut, was eben so rumfliegt und wir eigentlich gar nicht brauchen. Und Wasser kann da auch rein. Okay. Ich denke, wir sind gut. Den Salz. Okay, die Sachen finden wir eh wieder. Das ist Blödsinn, das wegzupacken. Ich kann eventuell ein bisschen Fleisch anlagern noch. Ich kann Platz mehr. Okay, egal. Das macht ja nichts. Gut. Ups, da hat ein Schafen gekackt. Dann das Silber. Dem Eisen. Und das Zeug. Jetzt machen wir aus dem Eisen. Machen wir jetzt mal komplett. Habe ich nicht auch. Hat er doch dieses verbesserte Eisen, oder nicht, ne? Ja, es ist das Dangerous Dingens. Das sollte ich aber, glaube ich, nicht nutzen, oder? Das sollte ich eher für neue Tools nutzen. Obwohl, wenn ich daraus Stahl mache, bekomme ich da bestimmt. Andernfalls 50% minus Death ist ganz schön heftig. Also die Hälfte Verteidigung reduziert. Für ein bisschen Bonus ist auch, glaube ich, auch scheiße. Nee. Wir machen mal alles zu Stahl einfach und fertig ist die Laube. Ist es Ancient? Das wäre cool, ja. Das Ancient wäre gut, aber das Ancient Normale ist halt Blödsinn. Okay. Komm, wir hauen mal ein bisschen
Wir haben ein bisschen Stahl durch. Max, und los geht's. Oh. Ansonsten aber ist... Die Ressourcen spawnen tatsächlich nicht nach. Also inzwischen haben wir die Bestätigung, ich habe jetzt in der gesamten Zeit hier keine... keine Ressourcen respawnen sehen. Das heißt also, die Ressourcen pro Insel sind tatsächlich endlich. Und wenn verbraucht, dann eben verbraucht. Und fertig. Ups. Wie gut ist der, wenn ich klettern kann? Tiere selber spawnen nach. Das, da gibt es jede Menge, aber halt eben die Ressourcen selbst sind halt eben... Ey! Was hast denn du hier? Would you maybe please not? Thank you. Interessant. Dass der bis hier hochkam. Ich glaube, wir haben ansonsten noch alle Ressourcen auf der Insel soweit abgegrast, denke ich mal. Da gibt es auch soweit nichts mehr. Also wir müssen, glaube ich, mal auf die neue Insel zurück. Und dort ein bisschen Eisen holen noch. Dass wir genug Stahl haben für den ganzen Spaß, den wir eben vorhaben. Denn hier auf dieser Insel gibt es nichts mehr. Es gibt noch diesen einen komischen Erzklumpen, den wir aber nicht abbauen können. Den werden wir mit der Stahlpick abbauen können, denke ich mal. Upsa. Lass uns doch mal direkt einen Stahlpicker machen, würde ich sagen, oder? Das wäre, glaube ich, mal eine Maßnahme. Komm mal her. So, da haben wir das Stahl. Auch Ancient and Dangerous. Shit. Warum ist denn, bist du nur als Ancient and Dangerous? Andererseits, es ist ja beim Dings ist es ja egal. Beim Abbauen. Ich kämpfe mit der Picke nicht. So. Wir craften eine Picke und ich bekomme eine Picke. Ancient and Dangerous. Wir verkaufen mal den Rest von dem Stahl tatsächlich gerade. Denn ganz ehrlich, ich habe keinen Bock darauf, dass mir der Stahl da irgendwie in die Quere kommt. Die Picke kann weg. Das behalten wir alles. Das wird meine neue Superpicke. Genau. Und welchen Wert hatten die? 2100. Die ist aber auch nicht. Die Silber ist aber auch nicht deutlich billiger. Okay, dann mal los. Ach nee, ich wollte den Stahl noch verkaufen. Den guten Superstahl hier. Der bringt 360 pro, das ist okay. Und dann los. Auf geht's zur Insel und dann mal ganz kurz dort das Eisen abgebaut. Und da gibt's ja einige, da gab's ja einiges an Eisen. Da war direkt vom Tor so eine riesengroße Eisenquelle, die wir da mal kurz leerpuppen können. Und da dürfen wir auch, denke ich mal, einiges an Eisen finden. Achso, und ich habe noch Skillpoints über, die ich verbrauchen muss. Ich hoffe immer noch auf eine vernünftige Zweihandwaffe, aber... Ja, yeah. Dann mal los. Na, das sieht doch gut aus. Hier gibt es jetzt richtig schön auf... Oh, guck doch mal hier. Wie der da reinballert. 58er Hits. 81er Crits. Nice. Und es pinkert und pinkert und pinkert. Dann können wir gleich alle drei Eisenschmelzen anschmeißen. Hier gibt es aber weniger Eisen, glaube ich, wenn man das so abbaut, als wenn man die Dinger abbaut hier, oder? Ah, hier gibt es jetzt waren jetzt 13. Okay. Wollen wir mal. Lass doch mal hier das Dings plündern, oder? Gibt's nur Pfeffer? Essig. Wir haben nur Kochmatz hier. Salz. Okay. Wir haben hier nichts Wichtiges. Wie gemein. Hier haben wir eine Kiste. Was haben wir denn da Feines drin? Eine Machete und ein bisschen was gegessen, was zu essen. Das war's aber auch schon, okay. Oh, mein Headset piept gerade. Der dürfte gleich leer gehen. Yes. Okay, Berserker-Modus anschmeißen und... Auf da. Bam. Kartoffelsaat. Das ist nice.
Ein Fangzahn. Oh, hier gibt es einen Haufen Ressourcen gibt es hier noch. Okay. Nehmen wir die mal mit. Schaut ja nicht, ne? Bisschen Eisenerz. Oh, der Bomberhorst, die hier wieder am Start. Guck mal einer an. Hi. Bleib stehen, du Arsch. Danke. So, komm mal ran hier. Und weggeschnetzelt. Sehr gut. Nochmal Maissaat. Ja, die können ja aber auch alle nichts hier. So. Also so viel mehr Eisenerz bekomme ich jetzt über die Dinger tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Kann ich hier direkt hochlaufen oder? Da ist ein Level 11 Goblin Warrior. Irgendwo hier war der. Hier haben wir eine Silberader. Achso, sind die Schafe. Ich höre gerade Fußgetrappel. Aber das waren nur die Schafe. Was haben wir hier Feines? Nur eine riesige Brücke. Ja, danke schön. Okay, mein Dirk ist gerade am Brechen schon wieder. Der wurde schon wieder hart überstrapaziert hier. Ja. Yeah. Reparieren wir ihn mal. Was kostet mich denn der Spaß? Okay, es geht ja noch. Aber wie gesagt, ihr verliert halt dabei maximale Haltbarkeit. Um 19. Das heißt also, dass der wird das nächste Mal also noch ein bisschen schneller brechen. Okay, dann machen wir weiter mit unserem Eisen gerade. Was wir eh vorhatten. Da hinten ist noch ein Totenschädel auf der Insel. Hm. Sollten wir uns bei Gelegenheit mal nochmal genauer anschauen. Aber erstmal will ich vernünftige Waffen haben, vernünftige Tools haben. Ich denke mal auch die Stahlwaffen dürften noch besser sein als die Eisenwaffen. Also von daher kann ich dann wahrscheinlich dann auch eine vernünftige Waffe herstellen mit. Die dann noch ein bisschen mehr Power hat dahinter. Eine neue Rüstung habe ich noch nicht gefunden aktuell, aber die kommt vielleicht eventuell später dann. So. Was habe ich jetzt an Eisenerz da eigentlich? Eisenerz 141. Durch 5, also... Da geht noch, da brauchen wir ein bisschen mehr. Machen wir 200, dann habe ich 25. Nee. 200 habe ich 40, ne? 40, genau. Dann habe ich 40 Stahl. Das müsste für den meisten Kram reichen, denke ich mal. Zumindest für den Anfang. So, 42. Und 190. Ein bisschen geht noch. Okay. Und ich denke, das war's. Ja, 207, das sollte passen. Ab zurück nach Hause und dann einmal neu. Okay. Kostet das Reisen nach dem einmaligen Freischalten nichts mehr. Ist dann also, du kannst also hin und her hüpfen, wie du lustig bist. Ich wünschte, man könnte noch einen Spawnpunkt festlegen, wo man halt eben quasi hingehen kann, wenn man durch ist, aber dem ist leider nicht so. So. Dann jetzt kurz an die Öfen ran, ein bisschen das Eisen schmelzen lassen. Und zwar sage ich ihm, ich könnte jetzt bis zu 99. Ich mach mal 200 durch 3 sind schlecht zu teilen. 210, 70, ne? 70 müssten das sein. 70 pro müssten 210 insgesamt werden. Nochmal 70 hier. Und dann Maximum. Hier, perfekt. Ach, guck mal, wie das läuft hier. Okay.
Ansonsten, soweit alles. Wir können nochmal die Klauen und das Leder gerade wegpacken. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in den Taschen. Da sind die Zähne. Die Klauen. Und das Leder haben wir nicht dabei, ne? Haben wir nicht. Okay, perfekt. Leder haben wir nicht. Was bringt denn das hier? 35, 40. Das reicht gerade aus und habe mich wieder gut hochgefuttert. Okay. Sind alle schon am Kämpfen hier und machen Zeug. So, wir können mal ganz kurz schon mal gucken, was denn die Sachen können. So, das Stahlschwert hat... Oh. Das Stahlschwert ist schlechter als das, was ich habe. Okay. Und da gibt es keine... Oh. Ja, Goldschwert, im nächsten Mal gibt es ein Goldschwert, das hat ein bisschen, deutlich mehr sogar. Damit gehen wir auf 100, auf 200 hoch, wieso? So, falsch, ich denke jetzt hier. Damit gehen wir auf 200 hoch. Von jetzt zu 160. In Goldstingens. Ich gehe zum Cupcakes, Lovely. And Sprinkles. Oh, wow. Enjoy. Wir bräuchten 30 Belt Conveyors und 10 Fischfilet. Sowie 20 Stahl und 10.000 für die nächste Reihe. Müssten wir sogar hinkriegen. Und dann können wir Platinum-Zeug machen. Oh. Sword of the Dark ist auch ein... Warum gibt es keine vernünftigen Zweihandwaffen? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Warum gibt es hier keine vernünftigen Zweihandwaffen? Was soll denn das? Wozu haben die denn den Skill, wenn ich nicht nutzen kann? Das ist doch von Arsch. Wollen wir den sauren Apfel beißen und einfach mal umskillen? Also es kostet 100.000, ne? Stimmt. Kostet 100.000, so viel haben wir noch nicht. Okay, genau, lass mal den Brunnen machen. Lass uns mal einen Brunnen herstellen und die Sprinkleranlage wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Ja, komm mal her. Sprinkler. Erstmal der Well. Wo ist denn der Well? Well. Und hier, das Ding, das würde ich gerne mal testen hier. Wozu auch immer das gut ist. So, der Sprinkler braucht 5 Cogwheels und 20 Wasser. Dann haben wir hier, was ist das hier? Das ist der Generator. Der produziert Strom. Dann haben wir den Excavator. So, wo sind denn hier die... Da ist der Brunnen. Der Brunnen braucht Eisen, Stein und Dings. Das sieht gut aus. Das ist relativ simpel. Eisen ist auch fertig hier. Zack. Wir könnten jetzt herstellen an Stahl Maximum 42. Machen wir mal 30, würde ich sagen, oder? 30 Stahl sollte, glaube ich, erstmal reichen für den Anfang. Und wir würden jetzt den Brunnen bauen. Einen Brunnen, bitte. Zack. Das hier. Pfeffer, das kann alles weg. Und dann der Kollege dorthin. Können wir den hier platzieren. Und... Oh. Der geht offenbar nicht auf Dings zu platzieren, wie es aussieht, ha? Der muss auf dem Boden stehen. Warte, gut zu wissen. Dann stellen wir den mal hier hin. Zack. Weg. Was take ich denn jetzt hier? Ach so, der generiert 10 Wasser. Oh! Das ist natürlich ein gewaltiges Upgrade gerade. Das ist natürlich gewaltig. Ausgezeichnet. Dann sparen wir uns logischerweise dann die ganze Eimer. Tragerei und so weiter. Einmal Bauerei. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt gerade den Stahl geholt und kurz was festgestellt.
diese Animation wiederholt abgespielt, sieht merkwürdig aus. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, der Brunnen ist mega gut. Er füllt halt langsam das Wasser auf. Du kannst dann wirklich das Wasser abholen. Und es macht es auch Sinn, dass halt eben die Wassereimer verschwinden. Ansonsten hättest du hier jetzt eine unendliche Quelle von Eimern, die quasi produziert werden würden. Was natürlich Blödsinn ist, weil man könnte auch das mit den Eimern so lösen, dass wenn du halt Wasser schöpfst, dass halt eben der Eimer erhalten bleibt. Aber na gut, okay. Anyway, zumindest haben wir jetzt das Rätsel gelöst und wir haben jetzt einen Brunnen, der uns entsprechend Wasser herstellt. Jetzt sollen wir eine Plantation herstellen. Diese braucht Sand, Eisen und Weizen. Und damit kann man verschiedene Sachen anbauen. Wir werden die Plantation so gestalten, dass wir hier drüben eine zweite Reihe hinstellen. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar neue Fußböden. Und wir müssen erstmal ein bisschen Weizen wachsen lassen wieder, denn wir haben keinen mehr. So. Hups. Zweimal. Und nochmal. So, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt Fußböden. Ein paar habe ich noch da, aber nicht allzu viele. Falsch, ich habe gar keine da. Also machen wir komplett neu. Machen wir gerade nochmal 10. Ja, 10. 5 mal 2. So, dann werden die produziert. Und wir können uns mal ganz kurz daran kümmern, dass wir... Cool, die Stahlwaffen brauchen wir ja nicht mehr, ne? Die Stahlwaffen waren ja von allem. Wir könnten den Stahlbogen machen, eventuell. Der ist, glaube ich, ein bisschen besser, aber benutzen tun wir den Bogen eigentlich nicht wirklich. Von daher ist es auch wieder Blödsinn. Im Grunde ist es alles Blödsinn. Wir könnten dieses Amulet of Immunity for Blood. Noch welche Informationen dazu? Nee. Keine weiteren Informationen zu dem Dingens. Ah doch, hier. Amulet für Level of Compassion, Something's Got to Wear. Steht aber leider auch nicht wirklich viel dazu da, wozu das gut ist, ne? Ob das wirklich irgendwas bringt oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, das Weizen ist fertig. Okay. Dankeschön. Jetzt können wir dann die Plantation herstellen. Die Bretter sind auch schon da. Zack. Und die können wir jetzt hier anklemmen. Genau, nämlich da drunter. Das ist jetzt der Trick dabei. Ich sitze tatsächlich. Ich habe ja. Du kannst den Brunnen nicht platzieren, wenn da eben Holz drunter ist. Du kannst aber erst den Brunnen platzieren und dann das Brett drunter packen. Das geht auch. Drehen in die Richtung, genau. So, und hops. Falsche Richtung, scheiße. Meine, es ist eigentlich egal, weil man sieht es nachher eh nicht mehr. Aber. Wenn schon richtig, oder? Wenn schon, dann machen wir es richtig. Wir könnten auch noch die Wände abreißen, aber scheiß drauf. Die werden einfach übergetüncht und fertig ist die Laube. Und nochmal eine Reihe ran. So, hier kommen jetzt die ganzen Felder hin. Das Feld verschwindet eventuell dann im Boden drin, ne? Vielleicht keine so coole Idee. Das mache ich dann später nochmal zu mit Wänden, aber das ist mal jetzt. Mache ich nicht jetzt, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt können wir irgendwas wirklich so cool ist. Wie gucken wir, wie das nachher aussieht. So, für die Oh, ich brauche was zu essen. Für die Plantation selbst brauchen wir nicht so weit. Okay, wir haben alles. Wir brauchen ein bisschen mehr Sand, aber das haben wir in die Kiste gepackt gehabt. Ich muss gerade mein Headset aufladen. Ich bin so lange am Zocken schon, dass mein Headset leider schon Strom verliert. So, komm mal her da. Da ist der Sand. Und jetzt fünfmal bitte die Plantation. Vier. Oh, nicht genug Weizen. Oh, okay.
Noch ein bisschen Weizen hier drüben über? Ich glaube nicht, oder? Glaube nicht. Glaube nicht. Nope. Nope. Okay. Well. Dann nochmal nachgießen hier. Dann nochmal einen Schwung Weizen gemacht, schnell. Zack. Kann ich aber eventuell 3 damit gießen? Nee, ne? Nee. Okay. Wir können aber schon mal ganz kurz unsere Picke machen. Ganz neu. Unsere neue Picke, unsere neue Axt bauen. Zack, die können wir schon mal herstellen. Mit dem Stahl. Also das Stahlschwert. Das Stahlschwert klemmen wir uns, weil brauchen wir nicht. Wir haben ein besseres Schwert da und was wir an Schwertern bauen können aktuell ist eher sinnfrei. Was ist das hier mit dem Rapier? Der ist schlecht, als das, was wir haben. Nee. Unser Dirk ist. Obwohl, unser Dirk ist fast kaputt. Aber der hat deutlich mehr Dings. Das heißt, du kommst weg. Weg. Der Gladius jetzt auch weg. Die Machete weg, den behalten wir. Und die Eimer können jetzt auch weg. Das Schild behalten wir. Und dann haben wir auch das wieder. Sehr schön. Das sind nochmal 10.000 Coins, die wir dann eben dort bekommen. Sehr schön. Da ist jetzt auch das wieder fertig. Okay. Und das war der fehlende Weizen. Jetzt können wir die Plantation 5-mal herstellen. Genau. Sieht gut aus. Oh. So. 5-mal. Ich weiß nicht, das passt. Und brauchten wir ja dann noch die gleich die Sprinklanlage eventuell. Das wäre dann nochmal das Highlight. Wenn es dann irgendwie geht. So. Da haben wir die 5 Felder. Und wie sieht es hier aus? Oh, es geht. Ah, okay, es ist erhöht. Das passt jetzt den Boden an. Ist dann zu hoch im Boden. Dann machen wir das am besten so. Okay, jetzt können wir Saatgut auswählen und die jetzt ausbringen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die Kartoffelsaat und die Kornsaat. Aha. Okay. Oh, man kann nur sogar bis zu 2 Felder machen. Ähnlich wie mit dem Wasser. Interessant. Interessant. Okay. Jetzt fehlt noch das Wasser. Und dazu brauchen wir aber den Sprinkler eventuell. Und den müssten wir zwischen machen können. Denn wir haben, glaube ich, alles, was wir brauchen für den Sprinkler am Start. Der Sprengler, wo ist er denn? Da. Braucht jetzt noch 5-mal Cogwheels. Das ist 5-mal hergestellt. Sehr gut. Und dann können wir den Sprinkler. Ich weiß noch nicht gut, nur nicht, wie weit die Reichweite von dem Sprinkler ist. Das bleibt. Ich würde fast behaupten, wahrscheinlich nur ein Feld. Und braucht dann für jeden Feld einen Sprinkler. Und der muss dann das Wasser irgendwo herkriegen. Also auch das ist wieder so ein Ding, wo ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, aber. Das werden wir gleich sehen, wenn es soweit ist. So, Workbench und Sprinkler. So. Wie genau geht es jetzt? Könnt ihr den jetzt hierhin platzieren? Einfach so. Auf den Boden. Die Frage ist, wie groß ist die Reichweite? Und vor allem die Ruhe kriegt er sein Wasser. Okay. Oh, wow. Okay. Gute Reichweite. Also alle Felder ringsherum einmal. Dann machen wir das doch mal ganz einfach. Und ich bin mir sicher, wir können jetzt hier. Warte mal, wir machen mal vorne. Komm mal auf, komm mal her.
Nicht die Wand, sondern ich will den Sprinkler haben, bitte. Gib mir den Sprinkler. Gib mir den Sprinkler zurück. Come on. Was ist denn das? Danke. So, jetzt nehmen wir die Wand wieder da rein. Pass mal auf. Ich habe da gerade eine Idee. So, ich pack die Wand wieder dort auf den Boden. Und wir reißen mal den Kollegen hoch hier. Die Plantation. Und packen die jetzt dorthin. Und das hier. Hupfen wir mit hoch. Das Weizenfeld und packen das weiter oben hin. Und du ebenfalls. Komm her. Komm schon. Danke. So, dann jetzt nochmal die Plantation hier. 8. Und das Weizenfeld dort. So. Okay, den können wir abreißen, den brauchen wir nicht mehr. Danke. Und jetzt den Sprinkler mittig platzieren einfach. Das sollte dann, denke ich mal, funktionieren für alle Plantagen. Ja, und der Magic Sprinkler macht auch komplett alles von selbst. Das ist ja grandios. Und wir haben jetzt einfach nichts mehr zu tun, außer entsprechend jetzt hier das Zeug zu ernten. Mehr braucht es nicht für uns. Geht's auch mit der Axt eventuell? Ja, okay. Dann nehmen wir lieber die Axt dafür. Denn die brauchen wir am wenigsten. Ist so ein bisschen langsam, aber hey, was soll's. Okay, coole Sache das. Ich würde sagen, das ist doch mal ein angenehmer Start hier. Set fire on an enemy. Make a sword into plus 10. Okay, das mit dem Make a sword into plus 10 habe ich im Discord gelesen, weiß keiner, wie das geht. Do an attack mit 10.000 Damage. Natürlich, was haben wir noch für Missionen da, die eventuell noch brauchbar sind? Er braucht noch sein Dingens. Equip yourself with the detector. Okay, die müssen ausrüsten. Was haben wir hier? Rookie Merchant. Make over 5.000 Gold. Ich soll Wasser verkaufen für 5.000 Gold. What? Bin ich verwirrt? Ist das Wasser so viel wert, oder was? Das wäre ja merkwürdig. Nee, nur 10. Ich könnte jetzt auch, also okay, ich könnte jetzt auch das Wasser aus dem Brunnen. Ich müsste also 500. Wie processe ich das? Craft. Ich kann kein Wasser craften, ne? Nee. Wie crafte ich Wasser? Can that because only drops from specific. Okay. Okay, can be some formata. Man müsste Wasser irgendwie processen. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Okay. Ich soll über 5.000 Gold damit machen. Keine Ahnung, wie genau das geplant ist. Die Missionen, würde ich sagen, sind alle ein bisschen merkwürdig, ja? Würde ich mir jetzt fast behaupten. Die werden echt schwierig. Was haben wir hier noch? Ja, das Ding hat gar keinen. Use 1.000.000 Gold auf einmal. Okay, aber wir sind schon fast durch alle Quests. Also Single Kill Shots. Knockout a cow with one strike. Knockout a bear with one strike. Das kriegen wir in Rookie Chef. Open and crafting screen. Und ich soll ein Barbecue machen. Butcher, Knockout 100 Kühe in 10 Sekunden. Capture a cow, capture 100. Okay, Animals, Headshots. Headshots in a minute, Knockout with a Headshot. Okay, das ist nur noch. Ja, okay, das ist also die ganzen Missionen können wir eigentlich tatsächlich alle Mann jetzt ignorieren.
Oh, was ist denn das hier? Oh, Comic Zone, okay. Das sind die. Oh, das sind die Hauptmissionen wahrscheinlich. Die. Von wegen. Okay, Orb Name. Das sind vermutlich verschiedene Dungeons, die wir durchlaufen müssen, aber das ist noch nicht implementiert. Okay. Okay. Ich hätte noch ein bisschen Skillpunkte über. Wir gehen auf Combat wieder. Und skillen mal weiter Lifestealing. Okay. Und wie schön das hier läuft. Oh. Oh, die Seeds gehen nur einmal. Oh, ich verstehe. Die Seeds gehen immer nur einmal. Interessant. Aber wie gut, dass wir noch ein bisschen Seeds da haben. Einmal, zweimal, dreimal. Und hier. Keiner braucht Seeds mehr. Okay. Kein Problem. So, du gehst weg. Wir brauchen den, den und den. Okay. Und wenn ich jetzt pflanze, dann... Achso, ich benutze die quasi. Und dann werden daraus die anderen Seeds. Okay, ich verstehe. Okay. So, hatte ich nicht noch irgendwo Seeds gehabt? Da haben wir zweimal Corn Seeds. Bean Seeds. Ich hatte doch irgendwo extra eine Kiste angelegt gehabt, weil so viele Seeds da waren. Wo sind denn die jetzt? Ach, da hinten. Die hatte ich hier hinten hingeworfen. Ich depp. So, pass mal auf. Dann nehmen wir nochmal ein paar Kartoffeln, würde ich sagen, oder? Oh, die, das ist eine modifizierte Skeletons-Potel. Okay. Skeleton-Seed. Okay, die haben nochmal Blacktail Gulls Corn Seeds. Attack plus 5. Also die Seeds können auch verschiedene Bonuseffekte haben. Gib mal ganz kurz nur hier ganz normal das Korn her. Das pflanzen wir gerade mal an. Zack. Und. Zwei Felder. Zack. Okay. Und dann das wachsen. Jutig, dann damit haben wir den Spaß auch fertig. Und dann können wir wirklich langsam mal loslegen und einfach mal ein bisschen leveln, ein bisschen skillen und ein paar Dungeons rennen, oder? Das machen wir in der nächsten Folge dann. Dann gehen wir noch ein paar mehr Dungeons durch, holen uns ein paar von den Slates noch und schauen, wie das läuft. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben und uns das zu Video sehen. Dann gibt es ein bisschen mehr von mir und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.